Am 3.2.2021 habe ich voller Vorfreude meinen Apple Mac Mini M1 hier in meinem kleinen Büro in Betrieb genommen. Für mich war und ist auch heute noch ein Experiment der Einstieg in die Apple-Welt. Da der Mac Mini M1 oder besser gesagt der M1-Chip an sich mit so viel Vorschusslorbeeren gesegnet wurde, vor allem was auch Videoschnitt und Videobearbeitung angeht, habe ich mir da keine großen Sorgen gemacht. Ich bin kein professioneller Nutzer und die ganze YouTube-Geschichte ist eigentlich auch nur durch den Apple Mac Mini M1 gekommen. Ich hatte vorher kaum Videos geschnitten, hier und da mal ein Urlaubvideo, hat immer funktioniert auf meiner Windows-Kiste, alles gut. Also was soll schon schief laufen? Du verkaufst deinen in die Jahre gekommenen, aber dennoch sehr leistungsfähigen Gaming-PC, kaufst dir einen Apple Mac Mini M1, steigst damit in die YouTube-Welt ein, kannst deine Videos top bearbeiten, hat man ja überall nachlesen und nachschauen können, auf jedem Review überall, auch heute noch, werden ja die deutschen Dinger damit gemacht. Tja, nach diesen circa 7 Wochen sehe ich das allerdings ein bisschen anders. Es sind gar nicht viele Dinge, die Probleme machen, aber es sind ein paar, die mir die Videobearbeitung vor allem in Kombination mit dem Mac Mini M1 und Final Cut Pro das Leben extrem schwer machen. Ich möchte sogar sagen, es ist fast unmöglich, Videos zu schneiden, ohne regelmäßig zu kotzen. Es mag sein, dass das an mir liegt, es mag sein, dass das an irgendeiner komischen Software-Hardware-Kombination liegt, die ich drauf habe. Ich kann es nicht sagen, vielleicht habt ihr da Tipps. Worum es genau geht, zeige ich euch nach dem Intro. Ja, nach diesem äußerst dramatischen Intro, sorry, dass ich lache, aber ich habe es mir gerade selber angehört, ich habe es gerade hier hinter mir auf, ja. Mal ein bisschen ernst werden wieder. Nur zur Erklärung, es soll jetzt nicht so anhören, als ob hier alles scheiße ist, ja. Die kleine Kiste ist toll, ich bin wirklich begeistert, ich fuchse mich da auch immer mehr rein, aber es gibt wirklich exakt 2 Probleme, die mir beim Videoschneiden mit Final Cut Pro echt wirklich regelmäßig den Tag vermiesen. Das erste Problem ist der Ton. Ja, jetzt kratzt man sich am Kopf, fragen, der Ton? Wieso beschwerst du dich über den Ton beim Videoschneiden? Ja, ist leider so. Der Ton verschwindet bei mir in Final Cut Pro beim Schneiden regelmäßig. Nur zur Erklärung. Ich habe eine Lumix G83 hier stehen. Ich arbeite mit 8-Bit-Videomaterial in 4K mit 100 Mbit. Also wirklich nichts Dramatisches. Absolut harmlos. Und es funktioniert auch bestens. Ich ziehe es bei mir die Timeline rein. Es ist geschmeidig. Es läuft soweit ganz gut. Solange ich da mit einer Videospur arbeite, wunderbar, gar kein Problem. Ich kann Videos cutten, ich kann es hin und her schieben, wie ich will. Es flutscht einfach, es macht Spaß. Ganz ehrlich, es macht wirklich Spaß. Jetzt kommen wir zum Problem. Den Ton für die Videos nehme ich ja über ein externes Mikrofon auf. Das hängt hier immer so ein bisschen unter mir. Da ist es. Nimm den Ton auf. Und ich speichere den über Audacity speichere ich den im WAV-Format ab. Auch nichts Wildes, sind kleine schnucklige Dateien, da wurde ein bisschen ein Rauschfilter drüber gelegt, da wurde Bass und Höhe ein bisschen angepasst und ein Kompressor drauf und das war's. Die importiere ich dann in meine Timeline, synchronisiere den Ton mit dem Video. Wirklich top, funktioniert, voll der Workflow, alles da, alles klar. So, und jetzt fange ich aber an zu cutten. Ich fange jetzt an zu cutten, Video mit externer Audiospur und fange dann natürlich an, da ein bisschen hin und her zu schieben, wie man es kennt, schön auf der Timeline, das muss hier hin, das muss dahin, das ein bisschen länger, das ein bisschen kürzer und es dauert wirklich nicht lange, da ist der Ton weg. Ton weg heißt, ich höre nichts mehr. Auf keiner meiner Wiedergabequellen, über die Lautsprecher nicht, über die Bluetooth-Kopfhörer nicht. Es geht nicht mehr. Mir wird angezeigt, dass ein Ton abgespielt wird, aber ich höre nichts mehr. So, ich habe das Problem
auch nur nicht ergoogeln können. Ich habe niemanden gefunden, der das Problem bis jetzt irgendwie öffentlich gemacht hat. Oder ich habe nicht gescheit danach gesucht, wer weiß. Die einzigste Lösung, die momentan funktioniert, ist Final Cut Pro beenden, Final Cut Pro öffnen und schwupps ist Ton wieder da. Ich kann ganz normal weitermachen wie vorher. Das geht dann ein paar Minuten, wieder hin und her gecuttet, hin und her geschoben, ist der Ton wieder weg. Bei meinem letzten Video, das Video über das LED-Band, was ich da hinterm Tisch am Leuchten habe, musste ich 15 Mal Final Cut Pro schließen und öffnen, damit ich jedes Mal wieder tone. Absolut unerträglich, macht wirklich keinen Spaß. Der Vorteil ist, Final Cut Pro erstellt Backups und ich bin dann immer wieder da, wo ich war. Alles gut, ja. Aber dieses Öffnen, Schließen in so einer hohen Frequenz, das ist einfach, das funktioniert einfach nicht. Und ich habe es auch versucht mal für euch so ein bisschen einzufangen, wie das passiert. Also jetzt nicht erschrecken, ich spiele gleich mal so eine Sequenz ein. Die Timeline sieht aus wie die Sau, ja, weil ich da ein bisschen hin und her geschoben habe. Ich wollte es einfach mal versuchen zu reproduzieren, damit ich weiß, woher kommt das, was mache ich falsch, damit ständig der Ton weg ist. Aber mal ganz ehrlich, normalerweise darf das nicht passieren, egal was ich wie wohin cut, das kann nicht sein. Ich spiele das jetzt mal ein. Ihr erschreckt nicht, dass die Timeline so übel aussieht. Wie gesagt, habe ich schon ein paar Mal hin und her geschnibbelt. Und dann schauen wir mal. Vielleicht hat da irgendeiner von euch einen Tipp. Ab in die Kommentare, ich bin super happy. Aber dieses Problem ist wirklich, wirklich zum Kotzen. Jetzt schauen wir mal erst, ob der Ton da ist. Das Projekt wurde gerade geöffnet und ja, man hört Ton da. Und jetzt schneide ich hier einfach mal wild drin rum oder ich verschiebe mal ein paar Dinge. Mache ein paar ganz normale Cuts, schiebe ein bisschen rum und wir gucken einfach mal, was sich tut. Können wir hier an der Audiospur ein bisschen was rausschneiden, darüber ziehen. Das soll ja alles funktionieren, ne? Und das ist so wild, wie ich es jetzt mache, ist ja beim Schnitt nachher, wenn man ein Video macht, überhaupt nicht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen einfach nur extrem wildes Hin- und Hergeschiebe. Aber gut, muss er trotzdem verkraften, ne? Noch ist der Ton da, dann schiebe ich hier einfach mal ein bisschen Audio hin und her. Cut noch ein bisschen drin rum. Und der Zeitpunkt wird kommen, da ist der Ton weg. Das ist sicher wie das Amen in der Kirche, der wird weg sein, weil das hatte ich bis jetzt jedes Mal. Schieb mal hier noch ein Stück rüber. Und jetzt merke ich auch schon beim Verschieben, dass er so ein bisschen ruckelig wird. Ne? Noch ist der Ton aber da, alles gut. Wir cutten noch irgendwas, schieben es ein bisschen rum. Zu mal ein bisschen ran, dann kann ich auch zwar ein bisschen weit, kann ich hier ein bisschen besser sehen, was ich mache. Schieb mal das mal hier hin. Ja, und wie es der Zufall so will, jetzt tut er natürlich alles so machen, wie er soll, ohne Probleme. Oh nein, da haben wir es schon. Seht ihr? Ton weg. Ich kann auch normal Play machen mit der Leertaste. Man sieht dann hier, ja, wunderbar. Er zeigt mir an, da ist eine Audiospur da, die läuft da, aber ich höre nichts mehr. Einfach weg. Lautstärke ist auch voll. Alles normal. Geiler Scheiß, ich verstehe es nicht. Final Cut einmal schließen. Das Projekt nochmal öffnen. Ton ist wieder da. Kotzt mich extrem an. Vielleicht habt ihr eine Idee, woran es liegt. Ich habe keine. Tja, und genau so, wie jetzt gerade demonstriert, ist es. Und wie gesagt, es sieht nicht immer so wild aus auf der Timeline und ich schiebe auch nicht so wild hin und her. Also, ich bin jemand, der nimmt einen Teil auf, schmeißt es in Final Cut und bearbeitet es, nimmt dann den nächsten Teil auf. Ja, das ist nicht ganz so effizient, aber so mache ich es halt. Also, das, was ihr jetzt gerade gesehen habt, ja, das mit dem Ton weg am Bildschirm, das habe ich jetzt gerade hier drin in die Timeline geschoben. Und ich habe die Bildschirmaufnahme reingeschoben, habe die Sounddatei, die ich mit dem Mikrofon aufgenommen habe, drunter geschoben, die nur ein bisschen links und rechts verschoben, damit es synchronisch zum Video weg.
Ton weg. Also schon jetzt beim Dreh und beim Bearbeiten von dem Video ist es wieder bis jetzt nur einmal passiert. Machen wir nicht lang rum, ich habe keine Erklärung, aber muss wirklich sagen, es ist wirklich, wirklich extrem störend und ja, keine Ahnung, was der Scheiß soll, aber es nervt. Nun zum zweiten Problem. Das zweite Problem, da vermute ich, das hat einfach was mit der Leistung vom Mac Mini M1 oder von den M1 CPUs an sich zu tun. Und zwar, ich habe meine Videos früher oder damals, wo ich die ersten Videos von mir, die sind noch in Full HD aufgenommen mit dem Samsung Galaxy S10. Mittlerweile nehme ich auch 4K auf mit der G83 von Panasonic. Und seitdem ich das mache, habe ich halt beim Verschieben von Videoclips in der Timeline ab und zu wirklich nur extrem selten Ruckler drin. Das geht so weit, dass die Maus einfach mal stehen bleibt, dann warte ich da 5-6 Sekunden, dann kommt irgendwann der runde Ball, der mir anzeigt, hoppla, ich bin beschäftigt, lass mich in Ruhe, und ein paar Sekunden später geht's dann wieder. Ich habe es jetzt einmal geschafft, da hat nur noch der Powerknopf geholfen, also wirklich komplett ausschalten, wieder einschalten. Und da bin ich echt dankbar, dass Final Cut Pro so eine wahnsinnig gute Backup-Funktion hat. Also egal was passiert, ich komme immer wieder genau an den Punkt, wo ich war. Wirklich top. Aber es nervt trotzdem. Ich habe auch dazu eine kleine Demonstration. Und zwar ist die aus dem Video von BenQ Monitor, wo ich den BenQ Monitor, den ich hier stehen habe, vorstelle. Da ist das so, ich habe quasi drei 4K-Clips übereinander gelegt und ein bisschen verschoben. Also zeitlich verschoben. Und solange beim Abspielen auf der Timeline ein Clip läuft, alles bestens. Dann kommt der zweite mit dazu, geht. Dann kommt der dritte mit dazu, die Kompletthänger, ja. Oder was heißt Kompletthänger? Ihr seht es an, ihr müsst darauf achten, ihr seht es an der Zeitanzeige, ne? Wo das Video sich gerade befindet. Da sieht man es ganz deutlich, dass die Sekunden einfach nicht mehr rund laufen. Dann dachte ich, na gut, komm, 3-4K-Clips übereinander. Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen viel. Wenn man aber so auf YouTube guckt, was die alle schneiden mit dem Mac Mini M1 oder mit dem M1-Chip, ich sag immer Mac Mini M1, ich habe mal halt da stehen, dürfte das auch keine Herausforderung sein. Und das Merkwürdige daran ist, ich kann den Clip oder ich kann das Projekt manchmal öffnen, an der Stelle rumcutten, machen, tun und es läuft absolut wie Butter. Und anderes Mal ist an Arbeiten an dieser Stelle kaum zu denken. Also jetzt gerade für das Video, damit ich die Bildschirmaufnahme nochmal machen kann, habe ich das getan. Lief wie Butter, ich habe mir schon an den Kopf gelangt, oh, irgendwas. Was ist denn los, Mensch? Jetzt will ich zeigen, dass das nicht gescheit funktioniert. Und jetzt funktioniert's. Ja? Final Cut zu, Final Cut auf, Projekt geladen, Probleme. Es ist wie verhext und ich zeig's euch einfach mal. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, schauen wir es uns einfach mal an. So, wir schauen uns das Elend mal an. Ich drücke auf Play und wie man sieht, er spielt es absolut stotternd ab. Das sind jetzt 3 4K-Clips übereinander. Natürlich, das ist schon richtig heftig, aber manchmal funktioniert es wirklich wie Butter. Jetzt poppt sogar das Fenster auf, sagt, haha, scheiß Leistung, mach was dagegen, fang an mit Proxy-Medien zu arbeiten. Ganz ehrlich, wieso? Wieso soll ich das tun? Weil es gibt Situationen, auch in dem Video, das ihr jetzt gerade hier seht, da funktioniert das wie Butter. Selbst wenn ich die Darstellung auf höhere Leistung mache, seht ihr jetzt, ich drücke Play und was macht er? Spielt den Quatsch stotternd ab. Ja, sieht man jetzt wieder ganz deutlich. Also wirklich sehr merkwürdig. Und das Komische an der Sache ist, das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, weil 3 4K-Clips in einer Timeline übereinander liegen, aber sowas ähnliches, also das Stottern beim Abspielen nicht, aber dass der Ball auftaucht, dass ich nicht gescheit in einer Timeline hin und her scrollen kann, das passiert mir auch manchmal bei 4K-Videomaterial, das nur einmal existent ist in der Timeline. Ja, sehr, sehr merkwürdig. So, hier jetzt ein kleines Experiment. 3 Clips übereinander, er stottert. Sobald er auf 2 Clips geht, fängt er an flüssig zu laufen. Könnte man jetzt meinen, ja meine Güte, die Leistung der kleinen Kiste reicht halt einfach nicht für 3-4K-Clips. Komisch ist,
Manchmal kann ich minutenlang bei 3 Clips 4K übereinander arbeiten und habe überhaupt kein Problem damit. Tja, so viel zu dem Thema. Ihr seht die Timeline hier gerade geöffnet zu diesem Video. Das ist jetzt quasi, da fehlt nur noch das, was ich jetzt so sagen möchte. Und mir ist das Gerät schon wieder, oder was heißt das Gerät, der Ton schon wieder mal, ich will jetzt nicht lügen, aber 5-mal ist sicher passiert. Und ihr seht, die Timeline ist nicht schlimm. Die sieht sauber aus, da ist nichts großartig Schlimmes drauf, dennoch passiert es. Auch hatte ich wieder Ruckler drin. Ja, wie gesagt, es passiert nicht nur bei extrem 3x4K Stoff, sondern es passiert auch einfach mal so. Ja, mag es an 8 GB, 16 GB liegen, ich weiß es nicht. Ich habe die 8 GB Variante, aber man sieht ja nur Gutes drüber. Ich meine, da schneiden Leute 8K Material auf dem 8 GB Gerät und flippen aus, wie toll es läuft. Ja, also ich bin da wirklich ratlos. Und ja, man sieht halt einfach, es ist nicht alles Silber, was glänzt, auch wenn ein Apfel drauf ist. Ja, und auch wenn man Apple Software benutzt, wie Final Cut Pro, in Kombination mit dem neuen, tollen neuen M1 Chip, es kann halt einfach auch Probleme machen. Und wenn ich dann ganz oft höre, warum Windows und warum Apple, ja, weil die Software und die Hardware ist so geil aufeinander abgestimmt. Leute, das mag auch alles sein. Ich will ja jetzt überhaupt nicht schlecht reden. Mir war klar, worauf ich mich einlasse. Mir macht es auch sehr viel Spaß. Und wenn man da eine Lösung für findet oder durch ein Update eine Lösung gibt, ich lerne dazu. Ich hab da Bock drauf. Auch wenn es mich jedes Mal so ankotzt, dass ich fast die Tischplatte durchschlagen könnte. Aber so ist Leben. Und ich denke, jeder, der sich jetzt ein M1-Gerät gekauft hat, dem ist vielleicht nicht klar, aber der muss damit leben, zumindest das, dass er ein bisschen so ein Beta-Tester ist. Ne? Die nächste Generation der Silicon-Chips, die wird besser sein, die Software wird immer mehr drauf angepasst sein, es wird alles wieder gut. Aber ihr seht, es kann auch so passieren. Ja? Und das wollte ich jetzt einfach mal demonstrieren. Wenn jemand eine Lösung hat, bitte unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr darauf freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.